Das Sortieren. Wenn das Sortieren sortiert, sortiert es alles. Bücher alphabetisch und die Lebensmittel farbig. Sortier ist ein gar häufiges Tier. Morgens trinkt es Kaffee und abends trinkt es Bier. Das Sortiertier sortiert sich die Wochentage. Dienstag, Freitag, Mittwoch, Montag, Samstag und dann alle Sonntage. Das Sortier hat Licht nur im Lampenzimmer. Alle Schalter im Schaltraum und im Dimmraum, die Dimmer. Das Sortier hat alle Türen beisammen, alle Tassen zusammen. Aber nicht im Schrank. Das gibt nur Schrammen. Sortiertiere leben sehr sortiert, dank 50.000 Navis auch extrem orientiert. Orientteppiche liegen natürlich im Osten, alle Fußbälle bei den ganzen Pfosten. Trennkost kann das Sortier gar nicht leiden. Die ganze Post auf dem Kompost zusammen mit Lattenrost. Das muss man doch mal richtig sortieren. Die Blaubeeren und die Himbeeren. Erdbrunnen und Braunbären bei den Eisbären frieren, oje, da muss wer urinieren. Pipifax, da kommt ein Pipifax, Pipifax, da kommt ein Pipifax, Pipifax, da kommt ein Pipifax, Pipifax, da kommt ein Pipifax. Sim-Karten, Kartensimse und der ganze Klimbim, das Sortier kann Papierberge erklimmen, Papiertiger in Papiertonnen falten, mit den Spinnen spinnen. Wenn das Sortier sortiert, sortiert es alles. Bücher alphabetisch und Lebensmittel farbig. Wenn das Sortier sortiert, sortiert es alles. Bücher alphabetisch und die Lebensmittel farbig. Wenn das Sortier sortiert, sortiert es alles. Headmack. Ich hab ein Snackpack, also mach nicht so'n Hackmack, mach lieber den Fleck weg, statt wieder so'n Hackmack. Hackmack kommt vom türkischen Ekmek, glaubst du kaum, doch ich erzähl dir kein vom Pferd. In französischer Gefangenschaft haben sich die Türken beschwert. Hunger hatten sie, und zwar reichlich. Ekmek schrien sie nach Brot in ihrer Not, die Franzosen schrieben in ihr Tagebuch. Gefangene schreien Ekmek, da fliegt ihr das Blech weg. Du mach nicht so'n Heckmeck, mach lieber den Fleck weg. Ich hab'n Snackpack, also mach nicht so'n Heckmeck, mach lieber den Fleck weg, sag schon wieder so'n Heckmeck. Hör mal, Oma, ich lad dich ein. Wie fein, was kann das sein? Na eine astreine, saukule Poolparty. Warte, ich frag mal Beate. Hör mal, Beate, ich lad dich ein. Wie fein, was kann das sein? Na eine astreine, saukule Poolparty. Warte, ich frag mal die Polizei. Hör mal, Herr Wachtmeister, ich lad dich ein. Wie fein, was kann das sein? Na eine astreine, saukule Poolparty. Und dann tanzt die Oma total wild und der Polizist total steif. Warte, ich frag mal Schwarte. Ich frag mal Schwein, das Schwein. Hör mal, Schwarte, ich lad dich ein. Und wie fein, was kann das sein? Na eine astreine, saukule Poolparty. Warte, ich frag mal das Publikum. Oink! Hör mal, Publikum, ich lad dich ein! Dann wie so ein Karaoke-Schild, ja? Dann das ganze Publikum. Wie fein, was kann das sein? Oink! Na eine, astreine, saukule Poolparty. Und jetzt fragt mich mal, ich bin der Andy. Das ganze Publikum. Hör mal, Andy, wir laden dich ein! Wie fein, was kann das sein? Na eine astreine, saukule Poolparty. Warte, ich frag mal die Oma. Hör mal, Oma, ich lad dich ein. Wie fein, was kann das sein? Eine schweinegeile, ultra kurze Langeweile, Arme schwimmen, Becken schälen und mit Grillen grillen, Poolnudelsalat mit Gummibären. Die Harten im Garten können sich kaum wehren, die Nachbarn beschweren sich, sind auch viel zu leicht. Vielleicht fliegen die Nachbarn weg, jedenfalls gehen sie ab. Heben sie ab. Warte, ich frag mal, wie heißt du? Pipifax. Da kommt ein Pipifax, Pipifax. Da kommt ein Pipifax.